Das ist der erste lange Tag der Stadtnatur hier in Braunschweig. Das ist ein Tag, in dem wir mit vielen Veranstaltungen auf die Natur in der Stadt aufmerksam machen wollen. Ganz viel denkt man ja, wenn man an Naturschutz denkt, an Naturschutzgebiete außerhalb oder hier in Braunschweig auch an Riddagshausen oder an die Rieselfelder in Wartenbüttel. Allerdings findet Natur auch vor der Haustür statt und das würden wir gerne ins Bewusstsein bringen. Man kann verschiedenen Stationen ganz viel über die Natur auf diesem Platz erfahren. Darüber hinaus haben wir auch 23 Stationen außerhalb im Stadtgebiet, die man besuchen kann und wo man mit den Aktiven dort reden kann und viel über Entwicklungen, die man vielleicht bislang noch gar nicht wahrgenommen hat, kann man dort lernen und soll dies auch mit viel Spaß tun. Ganz wichtig ist es, dass man Vereine und Verbände und private Initiativen dort mitnimmt. Ich bin ganz begeistert, dass wir dies in Braunschweig in ganz großen Stile tun. Und dieser lange Tag der Stadtnatur zeigt uns, das gelingt auch bei diesem speziellen Thema, dass die Menschen alle dabei sind. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass wir eine ganz breite Palette von Initiativen in der Stadt haben. Meine Erwartung ist, dass vielen Menschen zum einen noch mehr Bewusstsein für den Naturschutz nahe kommt. Meine Erwartung ist aber auch, dass die Menschen hier mitnehmen, dass Naturschutz und Klimaschutz Spaß machen kann. Wir wollen hier nicht ein schlechtes Gewissen verbreiten, wenn man mal das falsche Verkehrsmittel nimmt, sondern wir wollen, dass die Menschen feststellen, das kann wirklich Spaß machen, sich für die Natur und den Klimaschutz zu engagieren.